erstmal schnell hier die Schiebetüren zumachen, damit ihr das Chaos nicht seht. Ich zeige es euch einmal von hinten auch. Mir einen neuen Koffer gekauft. Liams Koffer habe ich jetzt fast fertig. Aber jetzt ein anständiges Hallo von meiner Seite. Es ist total ungewohnt mit der Vlogkamera heute für euch. Ich möchte dieses Video aber jetzt erstmal damit starten, dass ich mich wirklich von ganzem Herzen bei euch bedanke für das tolle Feedback zu meinem letzten Video. Es ist nicht selbstverständlich auf Social Media. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit so vielen lieben Worten von euch, von einer Community, die mir schon sehr, sehr lange folgt, die viel Verständnis hat. Und das ist, wie gesagt, nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank. Es ist sehr ungewohnt, heute wieder in die Vlogkamera zu sprechen. Und ich lispel auch ein bisschen, also ganz kurz vorab, sorry dafür, seht es mir nach, aber ich habe meine Retainer rausbekommen und es ist sehr ungewohnt, jetzt so zu sprechen. Nur, dass ihr das schon mal wisst. Und ich habe mir jetzt nichts weiter vorgenommen. Ich wollte euch heute einfach mal wieder mitnehmen. Es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich die Kamera jetzt an. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit diesem Video und nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Falls ihr Videowünsche habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin da ja relativ offen und freue mich natürlich auch da über euer Feedback. Und jetzt habe ich genug gequatscht. Wir starten. Ganz viel Spaß und los geht's. Oh, das habe ich echt lange nicht mehr gesagt. Mir einen neuen Koffer gekauft. Ich finde den so schön. Mal schauen, wie lange der noch so schön aussieht. Aber ich habe eine Schutzhülle. So, es kommt jetzt ins Schlafzimmer, damit ich dann schon mal ein bisschen was auf Seite legen kann für den Urlaub. Auch total unlogisch, so einen hellen Koffer für den Urlaub zu kaufen, ne? Aber naja, no risk, no fun. Meine Lieben, neuer Tag, neues Glück. Ich sehe ziemlich zerzaust aus. Ich bin dabei hier den Haushalt zu machen, wie es immer ist, kurz vorm Urlaub. Der Staubsaugroboter, der fährt in der Küche. Ich weiß nicht, ob ihr ihn hören könnt. Und ihr wundert euch bestimmt, warum ich den hier jetzt in zweifacher Ausführung habe. Ich hatte euch auf Instagram schon mal darüber berichtet und ich bin so begeistert. Und ihr wisst ja, dass meine kleine Schwester geheiratet hat. Tada! Ja, sowas nennt man auch Hochzeitsgeschenk. Jedenfalls bin ich so begeistert, dass ich euch ein bisschen was darüber sagen wollte. Ich bin jetzt hier auch soweit durch mit dem Haushalt. Man fragt sich immer, ne, warum macht man das so kurz vorm Urlaub? Aber ich denke mir halt immer, wenn man zurückkommt, hat man keinen Bock, zumal zwei Männer hier bleiben. Also für mich ist schon mal klar, dass ich sowieso aufräumen muss, wenn ich zurückkomme. Aber wenn man ein paar Tage weg ist, der ganze Staub und so weiter, was sich halt sammelt, ist ja eh schon da. Und dann hat man noch die Wäsche und so weiter und dann hat man sicher keinen Bock, von Grund auf noch zu putzen. Deshalb macht man das vor dem Urlaub und dann ist man safe sozusagen. Also Wäsche mache ich noch und ich lasse den jetzt nochmal hier im Wohnzimmer durchlaufen, den Staubsaugroboter, und sage euch noch ein bisschen was dazu. So, da ist er, mein kleiner Helfer. Der hat übrigens zwei Turbinen und die Saugkraft ist wirklich der absolute Wahnsinn, vor allen Dingen eben, wenn man Haustiere hat. Die Bella, die hat im Moment Fellwechsel, da sammelt sich wirklich so einiges. Ich sag's euch, da hinten seht ihr die Bella. Und er fährt automatisch hier auf den Teppich drauf, ihr könnt es gleich sehen. Und die Saugkraft, die wird dann automatisch höher, wenn er eben auf dem Teppich ist, denn es gibt 4 verschiedene Saugstufen. Und jetzt wird es ein bisschen eklig, ja. Ich habe es euch gesagt, es sammelt sich so einiges an und der Staub wird übrigens komprimiert. Das heißt, man kann mehr Schmutz damit aufnehmen und so muss man das Ganze nicht ständig ausleeren. Hier sitzt der Wassertank. Die Wischtücher sind übrigens auch mit im Lieferumfang dabei. Also da sind einige. Total easy kann man das Ganze hier anschließen. Ihr seht es gerade. Und sehr praktisch, dass da so eine Unterlegplatte, sage ich jetzt einfach mal so, mit dabei ist, damit eurem Boden eben nichts passiert, falls ihr den Wassertank mal dran lasst.
Ja, ich habe es auch schon erwähnt, also die Leistung, die ist der absolute Wahnsinn, also sei es jetzt von der Saugkraft, als aber auch vom Akku her. Ich habe das Ganze mal ausprobiert und er hat wirklich sehr, sehr lange den Boden gesaugt bzw. gewischt und die versprechen jetzt 2,5 Stunden Saugleistung, da kann man schon wirklich einiges mit putzen. Dann gibt es noch eine super praktische App, die selbst ich bedienen kann. Also es war super einfach, die zu installieren. Man musste sich einfach nur runterladen und man kann bis zu 5 Etagen einspeichern. Ihr könnt in der App sehen, wo er schon war, wo er zum Beispiel auch nicht hin soll. Und ihr könntet das Ganze auch von unterwegs aus bedienen. Und hier könnt ihr es jetzt auch ganz gut erkennen. Der wischt richtig schön ordentlich und hinterlässt aber keine Streifen, was natürlich auch sehr wichtig ist. Pack euch gerne mal einen Link unten in die Infobox. Schaut euch den Eufy Staubsaugroboter bzw. Wischroboter gerne mal an. Ist wirklich Gold wert. Euch wird da einiges im Haushalt abgenommen. Ich habe den jetzt rumlaufen lassen. Also meine Böden sind sauber, sind gewischt. Also sprich Küche und unten der Eingang ist schön gewischt, eben mit dem Staubsaugroboter. Und ich habe in der Zwischenzeit die Wäsche gemacht bzw. habe mich noch weiter um die Koffer gekümmert. So, Liams Koffer habe ich jetzt fast fertig. Ich muss sagen, dass ich echt nicht viel mitschleppen werde, weil er sowieso den ganzen Tag wahrscheinlich, wenn das Wetter natürlich gut ist, mit Badehose rumrennen wird. Und außerdem nehme ich mir noch so Sil in der Tube, heißt es, glaube ich, mit. Da kann man ja zur Not noch was auswaschen. Außerdem habe ich das jetzt noch vorbereitet. Das habe ich mal bei Amazon gekauft. Das ist wirklich super praktisch. Da kann man dann auch noch Klamotten quasi reinpacken bzw. ja, Dinge fürs Bad. Also die Hygieneartikel. Das bleibt draußen. Brauche ja dann für den Flug. Das hatte ich noch gekauft bei Amazon. So ein Gimbal fürs Handy. Aber das bleibt da. Das checke ich irgendwie nicht. Dann ist mein neues Geschirr angekommen zum Geburtstag. Habe ich auch noch nicht verräumt. Werde ich auch nicht verräumen. Schaffe ich jetzt nicht. Und gestern Abend habe ich noch die Wäsche rein, weil es angefangen hat zu regnen. Deshalb nicht wundern, dass es da steht. Muss ich mich auch noch drum kümmern. Aber der Koffer ist jetzt fertig. Ja, wie gesagt, auch sehr schlau, so einen hellen Koffer zu kaufen. Aber ich fand den so schön. Und ich habe ja hier diese Schutzfolie. Jo, dann kümmere ich mich jetzt mal weiter um den Haushalt. Mache das soweit fertig. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. Koffer vom Liam habe ich jetzt auch verräumt. Ich habe jetzt noch eine Frage an euch. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich. Ich halte das mal so ein bisschen zu. Und zwar hatte ich mir eine VIP-Karte gekauft zum Konzert von Lionel Richie. 2-mal hat er es jetzt schon abgesagt. Also eigentlich wäre es 2020 gewesen. Aber wir wissen ja alle, was passiert ist. Jedenfalls erreiche ich niemanden bei Eventim oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Keine Ahnung, was ich da jetzt am besten tun sollte. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich. Also weder per E-Mail noch per Telefon kann ich jemanden erreichen. Und ich bin zum einen natürlich total traurig, dass es nicht dazu gekommen ist, dass ich da zum Konzert gehen kann, weil er eben gar nicht gekommen ist nach Deutschland. Und zum anderen, dass ich halt niemanden erreiche. Also mir wurde gesagt, Mensch, also hebt es lieber mal auf, vielleicht wird es noch nachgeholt. Und er ist ja jetzt schon was älter, ne, der Lionel Richie. Vielleicht ist es einer seiner letzten Welttourneen, keine Ahnung. Aber es ist halt ärgerlich, ne, weil das war schon sehr teuer. Und wenn ich keinen erreiche, weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Danke euch. Ach, und hier zu dem Kleid wollte ich euch auch noch was sagen. Und zwar habe ich mir das jetzt extra für den Urlaub bestellt. Jetzt kommt es von den Farben gar nicht so richtig schön rüber. Jedenfalls habe ich keinen Plan, wie die Hersteller, Designer sich das vorstellen. Es war mir 3 Kilometer zu lang. Ich habe es zur Schneiderin gebracht. Die hat mir das Ganze ein ganzes Stück gekürzt. Ich werde euch das gerne mal am Spiegel zeigen. Ich finde das so, so schön. Und der Urlaub, das ist ja ein besonderer Anlass. Ich sage nur so viel dazu. Hat was mit unserer Hochzeit zu tun. Und dazu wollte ich es eben tragen. Ja, aber ich zeige es euch dann später gerne mal getragen. Könnt ihr mir ja mal sagen, wie ihr das Kleid findet. So, Haushalt ist jetzt geschafft. Also, ich bin jetzt hier soweit durch, werde mir mal ein Gesicht malen bzw. mich ein bisschen fresh machen, denn ich wollte noch zusammen mit dem Liam runter an den Main. Jetzt kommt auch mal endlich die Sonne raus. Alles ist warm. Alles ist warm. Ja, du hast. Ja, du hast. Ja, du hast.
Wo möchtest du hin, Chat? Da. Da. So, jetzt hier, wie versprochen, das Kleid einmal getragen. Ich nehme das Ganze jetzt mal mit dem Handy auf, weil meine Vlogkamera den Geist kurz aufgegeben hat. Der Akku ist mal wieder leer. Jedenfalls stehe ich gerade auf Zehenspitzen. Ich gehe mal runter. Und trotzdem ist es noch so lang. Also die Schneiderin hat so ein gutes Stück abgenommen. Ich habe keine Ahnung, ob die Models 2 Meter groß sind. Also ich bin auf jeden Fall sehr klein. Ich bin die kleine Italienerin. Ich zeige es euch einmal von hinten. Auch ein bisschen schwierig jetzt gerade mit dem Handy. Keine Ahnung, wie ich euch das zeigen soll. Jedenfalls werde ich etwas höhere Schuhe dazu tragen. Und ich bin sehr gespannt, was mein Mann dazu sagen wird. Ob es ihm gefallen wird. Also ich finde es mega, mega schön. Und ich habe mir das auch nur für den besonderen Anlass gekauft. Ansonsten hätte ich mir das, glaube ich, nicht gegönnt. Ja, richtig, richtig schön finde ich das. Wir sind wieder zu Hause. Ich hatte noch einen Termin, deshalb nicht wundern. Ich habe mich nochmal umgezogen. Ich wollte mich jetzt aber an dieser Stelle noch bei euch verabschieden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Vlog gefallen hat. Vorbereitungen zum Urlaub. Ja, nichts Spektakuläres soweit, aber ich glaube, ihr werdet alle sehr verwundert sein, wohin es in den Urlaub geht. Also ich bin es nach wie vor auch. Ich bin sehr gespannt, ob alles so funktioniert und klappt, wie ich mir das vorstelle. Ein riesengroßer Traum wird in Erfüllung gehen, wenn denn alles klappt. Mal schauen und dazu nehme ich euch dann vielleicht auch noch eine Runde mit. Jetzt verabschiede ich mich aber an dieser Stelle. Schaut unbedingt unten in der Infobox vorbei, falls ihr auch einen Staub- bzw. Wischroboter sucht. Ich habe ihn euch gezeigt, ich bin total begeistert und vielleicht war das ja eine kleine Inspiration für euch. Jetzt verabschiede ich mich, ich wünsche euch nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Muah.